Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge auf LS22 Hautbellerin. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen die Story, Bauer, Insolvenz, Produktionsstätte, bisschen was. Jetzt haben wir den Mineraldünger soweit voll. Wie gesagt, den Mist für die Produktionsstätte. Und ja, wir werden uns jetzt mal mit der Gülle befassen. Und dann gucken, dass wir auch die hier reinbekommen. Dann wechseln wir einfach erstmal das Fahrzeug. Licht ist aus, ne? Perfekt. So, zack, zack, zack. Unseren Walter Q. So, und auch hier wieder folgendes Problem. Also jetzt erstmal gucken, dass er, wie gesagt, Kühe sind drin. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir direkt das Ganze direkt auflädt, weil das war nämlich auch der Transport für das Güllebecken da rein zu bekommen. Weil Gülle ist hier drin, definitiv. So, jetzt einmal so, einmal so. Ja, das habe ich mir gedacht. Also wie gesagt, ich habe hier 37.000 Gülle drin. Möchte er sie... Warum möchtest du die nicht laden? Ja, da haben wir das Problem. Fahren wir mal andersrum rein. Ja, natürlich jetzt schlecht, das Feld zu heizen, aber... Da haben wir nämlich den Salat. Vielleicht wisst ihr eher was, weil es hat nichts mit dem Mod zu tun. Da bin ich mir sicher. Aber klein, wartet mal. So, da waren wir schnell bei den Händlern und haben uns mal eine Verschlauchung geholt. Ich bin gespannt, ob die was bringt. Rechts an. Ah! Rechts ankoppeln. Ja. Ach, sieh an, das klappt doch. Wow! Jetzt schlecht, Herr Specht. Okay, und jetzt...
Das ist jetzt. Interessant. Er macht's nicht. Warum macht er das jetzt nicht? Weiter vor. Also nach langem Hin und Her ist es auf jeden Fall nicht möglich, mit diesem Fahrzeug, also mit diesem Hänger, die Gülle zu transportieren. Ich weiß, dass es mit dem anderen geht, aber mit einem Standardfahrzeug, für so in der Richtung, muss man auch jetzt nochmal was anderes überlegen. Tja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Also wir werden mal dann auch verkaufen. Und werden wir so lange dann auch unser. Einen anderen Güllehänger mal ausprobieren. So, da steht auch schon unser neuer. Einer mit 55.000 Liter. 36 Euro, also 36.000 Euro. Hat er gekostet. Und da heißt's. Ein, dann direkt wenigstens auf versenken können. So. Dann hoffen wir, dass das gleich mal klappt mit dem Transport. So, da haben wir jetzt ein anderes System. Ich hoffe, das funktioniert. Klar. Schieber auf. Ah. Ja, funktioniert, aber ja. Wollen in die falsche Richtung. Naja. Muss mal das hingucken.
Es war schade, dass es nicht so funktioniert, aber okay, warum denn nicht? Dann ist es halt eben so. Aber zumindest klappt es mit dem Dünger. Immerhin. Aber das wird auch schon immer noch zum Laufen funktionieren. Ne? Eins, verkauf mal den Mist. Immerhin haben wir mal eine Kleinigkeit ausprobiert, aber ja, ist halt schade, dass das halt nicht so funktioniert, wie man es halt gerne hätte. Dauert aber ganz schön lang. So, dann wird man auch denn jetzt mal zu unserem zur Produktionsstelle bringen. Dann haben wir nämlich dann das auch dann auch mal fertig. So, dann einen kleinen Cut. Ja, da sind wir schon. Ratzefatz. So. Ach nö. Das geht jetzt auch nicht, oder was? So ein Scheiß. Ach Mann. Der Mod kommt weg. Scheiß auf die Verschlauchung da. Ah, das ist ein Schmarrn. So, der Gülle, die Gülle ist jetzt auch drin, ist verkauft. Müssen wir uns mal was anderes überlegen. Schade, dass das mit dem dann nicht so klappt. Naja. Hat zwar noch ein bisschen was anderes vorgehabt, auch wenn es eine kurze Folge ist, aber ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.